Hallo und herzlich willkommen hier auf dieräder.de. Ich hoffe, ihr habt euch die Aufgabe schon selber zum Gemüt gezogen. Nun werde ich sie euch vorrechnen. Wir sollen beweisen, dass 1 hoch 1 mal 2 Quadrat mal 3 hoch 3 mal so weiter n hoch n kleiner gleich n hoch n mal n plus 1 durch 2 ist. Nun, wir beginnen einfach mit n gleich 1, einem Induktionsanfang. Dann steht da 1 hoch 1 ist 1. Und das soll kleiner sein als 1 hoch, naja, 1 hoch, egal was, ist immer 1, also sind wir hier auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. 1 hoch 1 plus 1 durch 2, das stimmt natürlich immer. So, nun kommen wir zum Induktionsschritt. Also angenommen für, die Annahme sagt uns, angenommen für ein beliebiges, aber festes n gilt, naja, 1 hoch 1 mal 2 hoch 2 mal und so weiter, n hoch n ist kleiner gleich n hoch n plus 1 mal n durch 2, dann gilt es auch für n plus 1, unsere Behauptung. Also umgeschrieben 1 hoch 1 mal 2 hoch 2 mal n hoch n mal n plus 1 hoch n plus 1 und es soll dann kleiner gleich sein n plus 1 hoch n plus 1 mal n plus 1 plus 1, also n plus 2 durch 2. Nun kommen wir zum Kern, zum Beweis. Wir sollen also das Ding hier beweisen. Wir schauen uns das an. 1 hoch 1 mal 2 hoch 2 mal und so weiter. N hoch n mal n plus 1 hoch n plus 1. Was wir wissen ist, dieser Teil hier vorne, der ist nach der Induktionsanalyse hier kleiner als das da. Das heißt, das können wir umschreiben. Kleiner als n hoch n mal n plus 1 halbe mal, naja, da bleibt noch das hier stehen. N plus 1 hoch n plus 1. Naja, wenn ich jetzt dieses n hier um 1 erhöhe, dann wird diese Zahl hier, wenn diese natürliche Zahl größer und hoch eine natürliche Zahl wird nochmal größer. Das heißt, das ist auf jeden Fall nochmal größer, wenn ich hier n plus 1 hinschreibe. Den Rest lassen wir. Nun, n plus 1, n plus 1, wir können es zusammenfassen. Das heißt, hier steht n plus 1 hoch n mal n plus 1 halbe plus n plus 1. Wir bringen das auf den Nenner 2, den Hauptnenner haben, fassen das zusammen, dann steht hier n plus 1 hoch n mal n gibt n Quadrat plus n plus 2n plus 2 durch 2. So, das gibt zusammen 3n. N Quadrat plus 3n plus 2 haben wir schon öfters gesehen. Das ist n plus 1 mal n plus 2. Wenn man das nicht glaubt, rechnet es einfach mal kurz da oben aus. Dann kommt natürlich das Gleiche. Also das ist nichts anderes als n plus 1 hoch n plus 1 mal n plus 2 durch 2. Der Beweis wäre abgeschlossen. Auch hier haben wir das, den Fall, dass man es das auch mit der gaußschen Summenformel beweisen hätte können. Einfach mal kurz zum Nachdenken. Wir wissen 1 hoch 1 mal 2 Quadrat mal und so weiter bis n hoch n mal n. Auf diese Weise. Es können wir natürlich sagen, das ist auf jeden Fall kleiner als n hoch 1 mal n hoch 2 mal und so weiter bis n hoch n. Und das kann ich ja schreiben jetzt als n hoch 1 plus 2 plus und so weiter bis n. Und jetzt gibt es hier diese gaußsche Summenformel, die wir schon in einem anderen Video bewiesen haben, mit der Vollständigkeit. Dann steht nämlich hier n hoch n mal n plus 1 halbe. Auch so hätte man das alles beweisen können. Vielen Dank. Schaut einfach wieder mal auf unserer Homepage www.yrelder.de vorbei. Dankeschön.